geht um die Fehlerdiagnose im System heizbare Heckscheibe bei einem VW Tiguan, Baujahr 2014. Insgesamt wurden 5 Beiträge in Kfz4Me veröffentlicht. In diesem Beitrag prüfen wir die Sicherung. Wenn die Scheibenheizung nicht funktioniert, führen wir zunächst eine Prüfung der drei Sicherungen F11.5, F4.45 und F4.20 durch. Dazu nehmen wir zum Beispiel ein Voltmeter. Die Minusleitung des Voltmeters legen wir an Masse, Klemme 31. Mit der Plusleitung messen wir nun die Spannungen vor und hinter den Sicherungen. Als Sollwert erhalten wir jeweils 12 Volt Batteriespannung. Alternativ können wir die Sicherung auch aus dem Träger K41 entfernen und dann eine Durchgangsprüfung mit einem Ohmmeter durchführen. Es gibt noch eine dritte Methode, die Spannungsverlustprüfung. Dafür benötigt man ein Voltmeter. Man misst parallel zu den Sicherungen. Als Sollwert erwarten wir einen Spannungsabfall von 0 Volt. Wenn eine Sicherung defekt ist, wird die gesamte Spannung an der Sicherung abfallen. Wir messen dann 12 Volt.